Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Beim letzten Mal hatten wir ja gefüllte Laugenbrötchen und heute gibt's Laugenkroketten. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. Heute machen wir als Beilage Laugenkroketten. Was wir dazu brauchen, sind 250 Gramm Laugenstangen, Laugenbrötchen oder aber auch Laugenbrezeln, 150 Gramm Milch, einen halben Teelöffel Salz, ein Ei und etwas Petersilie. Das ist so die Petersilie von vier Stängeln. Unsere Laugenbrezeln bzw. Laugenstangen werden klein geschnitten in kleine Würfel. In einer Schale sind nun unsere klein geschnittenen Laugenbrötchen gekommen, ein Ei, halben Teelöffel Salz, die Petersilie klein gehackt. Ich habe noch etwas Pfeffer dazu gegeben, wie ihr seht. Die Milch erhitzt sich gerade in der Mikrowelle, die kommt auch noch dazu und dann wird das Ganze zusammengemengt. Jetzt kommt noch unsere heiße Milch dazu. Gleich wird gematscht und dann sehen wir uns wieder. Unsere Masse darf nur eine Viertelstunde ruhen. Danach vermengen wir alles noch einmal miteinander und dann geht es weiter. So, mit feuchten Händen, ich habe die Masse nochmal durchgeknetet, gematscht, wie auch immer. Mit feuchten Händen habe ich ein bisschen mehr als zwei Teelöffel abgenommen und forme das Ganze nun so zu Kroketten. Wie lang sind die wohl? 6-7 cm ungefähr. Aha. Augenmaß. Ich würde eher sagen 3-4. Ja, das ist aber wenig Augenmaß bei dir. Ich kann gleich mal mit dem Zentimetermaß messen. Ich muss ja auch filmen, da sieht das ein bisschen anders aus. Genau, so sollen die aussehen. Davon mache ich jetzt mehr aus der restlichen Masse und dann geht es weiter. Es gab gerade ganz viel Diskussion. Das wären nur 2, 3, 4 Zentimeter. 6 bis 7. Naja. Vielleicht sollte ich dazu nur sagen, Männer, ne? Unsere vorgeformten Kroketten werden nun in Paniermehl gewendet. Dazu habe ich einen kleinen Teller mit Paniermehl gefüllt und darin rolle ich die vorgeformten Kroketten, bis sie halt eine richtig schöne Bröselkruste haben. So, in einem Topf haben wir jetzt so ein bisschen Frittieröl erhitzt und darin backen wir jetzt unsere Kroketten aus. Die wollen wir nicht drauf hier. Und die andere fällt gleich gut auf, Vorsicht. Ja, haben wir aufgerettet. Ja, wie gesagt, die werden jetzt ausgebacken und dann melden wir uns wieder. So, unsere Kroketten sind jetzt schön ausgebacken. Ja, dann sage ich mal, es kann serviert werden. Ja, kurzes Fazit. Leckere Beilage, schön ausgebacken, total knuffig. Könnt ihr mit diesen normalen Tiefkühlkroketten überhaupt nicht vergleichen. Passt zu jedem Gericht eigentlich. Wir hatten heute Hähnchenherzen dazu. Das Gericht hatte ich euch ja im Laufe des Videos verlinkt. Ja, ihr könnt aber auch Geschnetzeltes nehmen, Braten etc. Passt eigentlich wunderbar. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Würden wir uns sehr drüber freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Und jetzt habt noch einen schönen Sonntag und tschüss. Kühnes Kochkanal.